Wir müssen einen Generator aufstellen. Hallo Freunde, heute zu einer neuen Folge Fortnite mit meinem Freund Moses. Ja, Hallöchen. Ja, ich bin auch wieder dabei. So. Und heute Spezialfolge. Genau, was machen wir denn heute? Das ist ja ein bisschen was anderes jetzt. Ja, überlebe den Sturm. Wir haben die kleine Variante genommen, was ihr auch schon bei mir in Sanji gesehen habt im Livestream. Machen wir halt jetzt auf Let's Play und hoffen, dass wir diesmal gewinnen und nicht so ablosen wie heute. Genau. Das ist ja jetzt der neue Spielmodus durch das Update und ich kenne das ja noch gar nicht. Steve, erklär doch mal mir und den Zuschauern, was jetzt hier neu ist. Spaß. Also alle Kinder hinsetzen und drücken. Ich erkläre euch das jetzt wie in der Schule. Na, da geht es einfach darum, also wir haben jetzt die Variation 3 Tage, 3 Nächte. Das heißt, dreimal in der Nacht den Zombie verteidigen und dreimal am Tag looten. Und ja, und dann muss halt aufbauen der Festung und die Generatoren verteidigen. Na bitte. Und das wird dann pro Welle schwerer. Okay. Wow, hier sind ja schon Gegner. Geht ja schon mal richtig. Unmöglich. Und ihr habt es bisher noch nicht einmal geschafft, oder? Na, wir haben es auch jetzt einmal gespielt und die paar Mal allein gespielt, da habe ich es auch nicht geschafft. Okay, das sind ja gute Zeichen, dass wir das hier schaffen heute. Cool. Wir machen jetzt für Sanji. Er hat uns gebeten, dass wir es schaffen. Ja. Sanji, wir schaffen das. Also wenn wir das jetzt schaffen, Sanji, und du siehst das, dann weißt du, es liegt an dir, dass ich es nicht geschafft habe. Das wollte er damit sagen. Ah, das wollte ich sagen. Nein, Spaß, das wollte nur Moses sagen. Natürlich nicht. Spaß. Aber ich glaube, das ist nicht die einzige Neuerung jetzt durch das Update. Es sind, glaube ich, viele kleine Dinge verbessert worden, ne? Ja, natürlich, man kriegt neue Charaktere, was ich gehört habe, neue Waffen und bla bla bla. So viel neue Sachen. Standardzeug. Aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, kann das sein, dass wir einen schneller abbaut als vorher? Ich habe so das Gefühl, das geht ein bisschen schneller. Findest? Vielleicht ist nur der Akt verbessert. Das könnte sein. Oh, hier kommt schon wieder Zombies. Und natürlich das, im Menü haben sie auch das getan. Das sieht jetzt natürlich alles ein kleines bisschen übersichtlicher aus. Cool. Schöner. Haben sie alles sehr, sehr gut gemacht. Wollen wir hoffen, dass sie auch ein bisschen was an der Performance gemacht haben, dass es nicht mehr so doll ruckelt. Um den Generator. Cool. Uns liegen keine Informationen über den Feind vor. Der Angriff kann aus jeder Richtung erfolgen. Das ist ja schon mal gut. Kann aus jeder Richtung erfolgen. Kann man denn hier ordentlich Loot hier absahen, oder? Geht. Geht so? Jo. Da bin ich aber gespannt, ob sich's lohnt. Was warst du denn hier Schönes? Da ein Aufgang, weil da rennen die Bomben bis zur Nase her. Und okay. Fallen, ganz viel Fallen. Okay, jetzt war okay. Wenn aus was für Material, was bestimmt ist? Ja, ich mach da so Steinmauer meistens. Und ja. Einfach hier so die zack die Gänge hier oder was? Ja, dass sie da durch können. Ja, perfekt. Schau da. Und da lauf den Weg auf, ist frei. Sie sollen da durchgehen. Jo. Also ähnlich wie ich das bei meiner Festung damals hatte. Ja. Was? Warum werde ich denn hier jetzt angegriffen? Ah, verdammt. Ich komme. Naja, es sind ja noch leichte Gegner hier, das geht ja noch. So, was habe ich hier denn Schönes? Was kann man denn entbehren? Ich muss hier erstmal. Oh, Deckenfallen habe ich. Deckenfallen habe ich doch hier ein paar. Zack, ein paar schöne Deckensepper. Ja, Mann. An den Seiten natürlich auch. So. Das läuft.
bin gespannt, wie das nachher wird. Ob sich das wirklich lohnt, die ganzen Dinger hier. Ich habe das zwar bei mir alles schon eingesetzt, aber ich habe es noch nie richtig in Aktion gesehen. Okay. Was machen die denn hier? Was bauen die? Muss ich das verstehen? Ich kann nicht. Ja, die reißen das Haus ab und die den Generator. Und Fallen bauen die viel. Also es lohnt sich Fallen. Okay. Also haben wir richtig Profis an unserer Seite, oder was? Hoffmas. Das ist gut. Dem ersten Sieg steht nichts im Weg. Aber interessante Bauweise, muss ich sagen. Geh. Kannst nicht meckern. So. Nicht mal. Jetzt muss ich doch mal gucken, ob ich ein paar Fallen bauen kann. Die Nacht bricht herein. Jetzt schon? Super, die kommen genau von der anderen Seite. Echt jetzt? Ja, da von Norden. Wo bauen wir noch was? Von Norden kommen die. Und von Süden. Der Stress, kümmer du dich da, ich gehe im Süden rüber und baue da ein bisschen Fallen. Jo. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, was sie hier vorhaben. Ich komme mal mit nach Süden. Kann sein, dass sie hier nämlich was ganz anderes vorhaben als wir. Und da will ich natürlich ja nicht meine Fallen reinklatschen. Was machst denn du? Du machst das. Das ist gut. Das ist gut. Weil hier vorne sind ja auch noch so eine Dinger. Wand? Da kommen die gar nicht lang. Okay. Zack. Zack. So, hier können die reinkommen von mir aus. 1, 2, werden die auch noch ein bisschen gegrillt. Das ist gut. Okay, Steve, die können kommen. Wir sind bereit. Da kommen sie! Ich bin mal gespannt, ob die hier auch noch in den... Den Gang laufen die natürlich gar nicht hin, ne? Oh, was war das denn für ein Geist da oben drauf? Ja, die gehen natürlich in andere Felder. Ja, die sind clever, diese verdammten Zombies, ey. Da müssen wir Mauer herbauen. Ja, vielleicht kann ich die hier so ein bisschen anlocken. Ich versuch mal mein Glück. Kommt rein. Alles schön zu mir. Oh, der wird aber gut gegrillt hier. Oh je. Okay, wir müssen mal ein bisschen. Die werden vom Level her nachher stärker bei der zweiten Welle? Ja, und mehr, also mehr Zombies. Ja, auch noch. Oh, das ist wieder schön.
Fahrt wird's nicht. Ja. Ja, ja. Das wird ja nachher auch eine richtig schön lange Folge hier heute, da. Oh, tut mir leid, wird ja wahrscheinlich gerne auf eine Stunde hinausgehen. Ungefähr. Wenn wir es denn schaffen. Aber bisher sieht es ja ganz gut aus. So, jetzt kommt er her. Jetzt kommt es hier. Ja, komm zu mir, komm zu mir. Ja! Ihr sollt alle brotzeln hier. Lauf da hinten, lock die rein, lock die rein. Jo. Deine Fallen gehen nicht. Geil, warum gehen die nicht? Ach, die müssen aufladen, ne? So, jetzt aber. Jetzt muss ich mal wieder ein bisschen hinten gehen hier. Wahrscheinlich denken die beiden sind, Alter, was für ein Amateur spielen wir hier zusammen. Ach, Profis, Mose, Profis. Profis. Das ist schon wieder der Lichtschlag eingesetzt. Na? Ihr seid hier nicht willkommen! Wow, jetzt kommen ja aber viele. Für Sparta! Duk, 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 duk. Sorry, schön, Leute, dass du nur auf dem Stein stehst und das sagst. Schön, dass wir jetzt hier warten. Ich guck mal, ob ich mir eine Dingswaffe bauen kann, eine Nahkampfwaffe. Oh, ich hab ja sogar noch ein bisschen was. Kann ich die ein bisschen verbraten? Cool. Oh, hier ist noch was. So ein Schweber. Wie wir haben. Ich bin schon tot, mei. Was? Wo sind die denn? Da geht's ja Rampazampa heute. Ja, ja. Folge Nonstop Action hier heute. Aber ich find's gut, dann fehlt mal die Leute den Modus. So seht ihr, ob euch gefällt oder nicht. Ja. Aber ich muss sagen, das 14 Runden lang. Boah. Das wird ja auf Dauer richtig schlecht für die Augen. Oh. Und Leute, Schlechte daran ist, das ist nur für begrenzte Zeit. Ach so, das ist gar nicht für dauerhaft. Nein, das ist nur für Event. Da kriegst du super Waffen, gibt Chancen, dann kriegst du so. Und dann kriegst du eigene Lamas, wo du die Währung nur in den Spielmodus kriegst. Das ist natürlich auch interessant. Das wusste ich ja gar nicht. Aber das Schlechte daran ist zum Beispiel auch für dich auch, du kannst zwischendurch keine Raucherpause machen. Doch, kann ich, habe ich gestern auch gemacht. In die 8 Minuten, wo du looten kannst, geh rauchen. Ja, aber gestern willst du nicht lieber looten? Ich habe immer genug, die looten nebenbei. Ach ja. Der hat schon genug. Na dann? Außerdem kriegt man nach jeder Runde eine Truhe, wo 200 ungefähr von jeder Ding drinnen ist. Holz. Okay, das ist natürlich cool. Da kommen die Gegner. Warum haltet da keiner auf? Passt
Wow. Ich schnetzel mir nur noch durch. Ja, das ist eigentlich perfekt für Nahkampfwaffe. Zumindest bei der Schwierigkeit hier, weil das geht ja alles noch. Also ich muss sagen, diese kleinen Geister mit ihren Schutzschilden, die sind ganz schön nervig. Wenn ich das mal so sagen darf. Ist gestattet. Du darfst fahren. Also ist dann echt nervig. Vor allem, wenn die auch noch über so dicken drüber sind. Da brauchst du ja noch mal länger, um den wegzukriegen dann. Ah, aber du triffst den Geist noch mit der Nahkampfwaffe. Okay, dann ist ja gut. Jo. Oh. Gab's das früher schon, wenn man den Gegner einen rübergehauen hat, dass sie zurückgeworfen werden können dadurch? Ja, bitte. Du greifst immer mit R2 an oder auch mit L2. Du kannst ja mit der Nahkampfwaffe L2 oder R2. Oh, tatsächlich. Ja, immer. Nicht mit L2. Ja, natürlich. Ich mach immer nur mit R2. Ja, aber mit L2 macht er so einen Move, wo es ihn hinhaut. Ja. Aber mit R2 wird er jetzt auch manchmal zurückgeworfen. Hier kommt der Ball der Wache. Oh Gott. So. Jetzt looten wir oder was? Lass uns alles reparieren und wieder aufbauen. Du musst einen Generator aufstellen. Überprüfe deine Karte. Sturmwolken ziehen auf. Sturmdaten wurden aktualisiert. Sieh auf deine Karte. Das wären zwei. So, jetzt muss ich mal erstmal hier ein bisschen looten gehen. Eisen. Schön die Silos weghauen. Ja, und die Heu. Unterm Heu kann er auch was sein, gell? Unter was? Unterm Heu. Oder. Was kann da drunter sein? Irgendwo gesaugt, Munitionskisten und so. Oh, Tatsache. Geil. Das wird sich gelohnt eben. Ah, wir haben unsere Truhe noch gar nicht abgeholt. Wo ist sie? Oh! Muss ich hier, muss ich hier, muss ich hier? Zeit läuft! Nein! Ach, da liegt sie. Munition! Ah, okay, jetzt sind sie Level 14. Sterbe auch trotzdem bei einem Schuss. Der baut hier schon wieder seinen Boden aus. Und ja, machst du hier eine Tanzfläche oder was? Na, genug Fallen, dass sie durchrennen. Wie war das nochmal? Wie ging denn das? So. Oh, mein Moneymaker! Er freut sich! Ich kann jetzt muss zwischendurch auch mal Zeit sein, um eine Runde zu tanzen. Ja. Also machen wieder hier unsere Wände und dann die Fallen dazwischen oder was? Na, gar keine Wände, nur Fallen. Nur Fallen? Also nur Bodenfallen oder was? Ja. Okay. Was habe ich denn hier am Bodenfallen? Guck mal, was ich was bauen kann. Bodenfallen. Oh ja, hier habe ich doch welche im Angebot. Toll, kann ich eine von bauen. Super.
Das ist genau das Richtige. So. Komm. Boah. Du baust hier aber alles voll. Das hier liegt. Weißt du, das reicht aus, um die aufzuhalten? Ja, wir kamen ja noch da. Und die anderen sollen drüben machen, die andere Seite, wo sie kommen. Ganz einfach. Ja. So, was habe ich denn noch hier? Kann nichts mehr bauen. Keine Rohstoffe. Ich werde jetzt noch ein bisschen gehen. Mach das. Mach das. Ich brauche noch ein bisschen Eisen. Oh, was ist da hinten? Oh, hier ist noch ein Geschenk. Was ist das? Munition. Sehr nett. Ja. Moos hört mir nicht zu, Leute, ihr habt das alle gehört. Du sagst es schon dreimal. Das ist nur ein bisschen Munition gewesen, hallo? Ich höre dir immer zu. Fast immer. Fast immer, das stimmt. Siehst du, jetzt bist du ehrlich. Hier unten noch was? Nö. Zombies brauche ich nicht. Du bist ein Monster. Der muss ich wohl dahin zum Bauernhof laufen. Ich habe zweimal Speck gefunden. Und wie dem Klo? Nee, nee. In einer Konservendose. Ich kann eh kein Eis mehr aufnehmen. So, es geht dahin. 2:30. Wie geht das weiter? Schlafende Viecher. Muss ich nicht haben. Mach dich bereit. Die Nacht bricht herein. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Festnetz-Mode braucht noch ein bisschen. Nur eine Minute. Der Typ ist schon wieder aus der Puste. So, wir nehmen unsere Seite, ja, ne? Ja, ich bin schon da, Alter. Schau mein Feind Peter an jetzt. Ich muss noch. Ja. Und dann. Das sieht episch aus. Okay. Da haben wir beide schön viel. Also wir stellen uns einfach nur hier oben hin und sehen zu, wie die Zombies getötet werden. Ja, ich denke, ich glaube nicht, dass wir viel machen müssen. Oder? Was sagst du? Boah, ich hoffe es. Ich guck mal nach, ob ich nicht irgendwie noch eine schöne Waffe bauen kann. Oh.
schneller, schneller, schneller. Yes. So, ich gehe mit zwei Schrotflinten in den Krieg, mein Freund. Yeah. My Basie is back. Sie sollen kommen, die Viecher. So. Mose, jetzt zählen wir für die Leute runter. 10. 10. 9. 8. 7. 6. Geht schon los hier! Der hat alles kaputt gemacht, der Wichser. Wer hat alles kaputt? Alter! Was bildest du denn ein hier, du Pissbirne? Dafür ist er gestorben. Ja, Mann. Ha. Warte, bau schnell, ich halt den Ball ab. Ich hab keine Bootfall. Verdammt, ich auch nicht mehr. Warte, schau. Schau, die haben ja alles kaputt gemacht. War doch so sicher, dass es klappt und ein Gegner kommt und alles vorbei. Warte, ich schau, ob ich Bootfall hab. Haltest du mir die Gegner ab, bitte vom Rücken? Ja, ja. Verdammt, ich hab keine mehr. Kann nichts mehr bauen. Mauso! Das geht ja nicht! Ich geh gleich in die Front, wirklich, mit 17 an. Die Generatoren werden jetzt aber nicht mehr angegriffen, ne? Doch! Geh! Ja, die müssen es hören, die fangen an wie heute. Die kümmern sich nicht drum. Aber B ist nicht unser, ne? Na, A. Ich finde, dass wir dir die Belohnung kriegen sollten und die nicht. Bin ich voll deiner Meinung. Ich verstehe. Ich hab noch ein Sprungpad. Ja, Mann. Ah, verdammt. Schön, jetzt direkt so in die Gegnerwellen rein. Na, mit voll weit nach hinten geschmissen. Super, Mose, danke. Wo bist du denn? Ja, ganz nach hinten geschossen. Oh Gott. Du bist ja im Feld gelandet. Erwischt. Ich bin schon da. Tut mir leid. Naja, hier sind momentan keine Gegner. Einer ist hier durchgebrochen, den hol ich mir. Okay, passt, den wollte ich mir nicht mehr gerade holen. Tag, gute Nacht. Tag, gute Nacht. Steh auf. Danke. Wow, jetzt bin ich aber gleich tot hier. Bart hat zu voll. Sprungpads, die hier. Das sind doch voll die doofen Fallen. Lustig. Ja, lustig sitze, aber wenn du gerade auf den Gegner ziehst und der geht auf das Sprungpad, bringt dir das gar nichts. Das hat. Wirbeln nach Tod! Da ist einer durch. Hey, du Nebelmonster. Wo ist der Nebelmonster? Ich glaub, hinter dir. Verdammt. Gehört zum Job. Hast du alles im Griff? Ja, ja.
danke. Ich bin eine wandelnde Katastrophe. Ab jetzt wird rasiert, Mose. Ab jetzt wird rasiert, was? Wovon redest du? Kaputt gemacht, die Gegner, nicht desrasieren. Das mache ich nach der Folge. Ah, alles klar, okay. Das wollte hab sicher ich schon jemand gemacht. Wissen, aber wurscht, ich hab's einfach gesagt. Bam. Die fliegen so geil. Der Dicke immer. Man müsste mal gucken, ob die Dicken genauso hoch fliegen wie die kleinen Zombies. Holte, schau jetzt. Oh, das. Unsere Festung wird angegriffen. Wie, unsere Festung wird angegriffen? Wo denn? So, beim dicken Scheiß, dass es hier hoch geht. Ja. Fliegen genauso hoch, oder was? Ja, aber das finde ich nicht okay. Weil dicke Leute oh, können nicht okay. So hoch fliegen. Schwerkraft und so, das geht nicht. So, jetzt habe ich eine Frage an dich. Weil heute hat man ja bei YouTube geschrieben, weil ich das im Livestream gesagt habe. Ich habe heute, so, das soll ja auch keine Beleidigung sein, aber jetzt ist das Spiel ist eigentlich ziemlich Pay-to-Win-lastig. Stimmt, oder? Ziemlich was lastig? Pay-to-Win. Zahl mit echt Geld, dass du gut weiterkommst und die besten Sachen hast. Schon irgendwie, oder nicht? Ich meine, du kannst so auch alles kriegen, aber durch viel Glück und mit Geld bist du trotzdem irgendwie, das kann man nicht abstreiten, oder? Es ist nicht ganz Pay-to-Win, aber es ist doch irgendwie Pay-to-Win, oder nicht? Ja, es hat Pay-to-Win-Ansätze, würde ich sagen, aber... Ja, das meine ich. Ich sag ja, es ist nicht ganz Pay-to-Win, aber es hat schon ein bisschen... Verschwindet! Ihr ja. Idioten! Oder nicht? Das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber du hast jetzt, keine Dinge, wo du jetzt unendlich warten musst, bis du die machen kannst. Es sei denn, du bezahlst. Es geht ja nicht das um ja das, aber es geht zum Beispiel, so wie ich das Paket um 60 gehabt habe, habe ich viel mehr Vorteile. Ich habe die besseren Waffen, besseren Helden. Das stimmt, genau. Aber ich glaube, das hast du ja heutzutage bei jedem Spiel. Natürlich, ich sage, es ist nicht ganz bei Dubin, aber ein bisschen trotzdem. Das haben sie sogar mal geschrieben. Das ist schon so ein bisschen. Yeah. Ich glaube, vielleicht hat er das Pay-to-Win einfach ein bisschen anders verstanden als du. Also wenn ich jetzt an typisches Pay-to-Win denke, dann denke ich irgendwie, früher gab es auch so ein Handyspiel von den Simpsons oder so. Ja, das ist Pay-to-Win. Das ist klar, ja, das ist Pay-to-Win. Da musst du ja wirklich, wenn du nicht bezahlst, musst du unendlich warten. Wenn ich daran denke, dann denke ich an Pay-to-Win. Ja, aber da musst du ja unendlich warten, bis du die besseren Sachen kriegst. So ist ja nicht. Ja, aber ich sag mal, wir haben schon ziemlich gute Waffen, muss ich sagen. Ja, aber es gibt bessere. Ja, klar. Nein, man muss ja auch dazu sagen, selbst wenn es ein Pay-to-Win-Spiel ist, egal welches Spiel, ist ja nicht schlecht. Also man muss halt damit rechnen, man muss Geld benutzen, um weiterzukommen. Sind ja manchmal auch nicht schlecht, muss ich sagen. Weil wenn sie es ja leisten kann und dafür geliebt wird, dann ist er besser und hat die besseren Sachen. Finde ich ja manchmal irgendwie auch spannend. Ja. Ist ja nichts Negatives, finde ich, Pay-to-Win. Aber du erreichst, indem du bezahlst. Nee, warte mal, andersrum. Fortschritt durch du Bezahlen. Kannst, genau, du erreichst Fortschritt, aber du kannst genauso weit kommen, indem du nicht bezahlst. Ja, das ist aber bei jedem Spiel, ja, auch bei Pay-to-Win-Spielen, Kunde, ist das... Kommst du bei jedem Spiel weiter, nur du musst ewig warten, oder? Du hast das gerade selber gesagt. Gut, stimmt. Weil bei den Zinsen ohne Geld wartest halt 3 Tage länger, aber du kommst auch zum Ziel. Sieh auf deine Karte. Oder nicht? Ja, hast auch schon recht. Ich hab's ja selber gespielt. Ja, hast schon recht.
cool. Wie gesagt, es soll auch keiner falsch verstehen. Ich mach das ja auch nicht schlecht. Ich sag nur, das Spiel ist ein bisschen so. Weil man denkt beim Call of Duty, das ist wurscht, weil da bist du gut, da gehst du Prestige hoch, zack, kriegst die Waffen. Das kriegt dann jeder. Da brauchst du nicht auf gut Glück hoffen. Weißt du, ich mein, das ist ein reines, ja. Du levelst Spiel ohne Geld aushauen. Fertig. Ja. Eben, das ist ja auch, soll auch eben keine Beleidigung gegen das Spiel sein. Das ist ja auch. Nein, ich glaube. Na, was die Leute verstehen, das immer falsch. Weil manche dann schon schreien, das ist ja nicht bait und bin ja. Ist ja auch nicht böse gemeint, ist mir ja scheißegal. Aber ich sag ja nur. Was hat er denn geschrieben dazu? Ja, auf YouTube kannst du lesen. Beim Zanchi und mir Video heute, Live-Video. Okay. Muss ich mir nachher mal anziehen. Ja, das ist natürlich so eine Sache, die da hat natürlich jeder seine eigene Meinung zu, ne? Aber ich finde nicht, dass man, selbst wenn man da eine andere Meinung hat, da so empfindlich drauf reagieren sollte. Nein, ihr reagiert gar nicht empfindlich drauf, was der ist. Nee, er denn wohl eher, hätte ich jetzt gesagt. Und ich sage, jeder, der unser Video schaut, schreibt eure Meinung. Das sind ja gut, wir leben in einer Welt, wo, also besser gesagt, wir leben in einer Stadt, wir Deutschen und Österreicher, wo wir da unsere Meinung sagen dürfen, ohne dass uns was passiert. Also sagt es ruhig. Ja. Das ist kein Problem. Ja, jeder hat seine Meinung. Ja. Und wenn sie jetzt sagt, ja, ihr habt Scheiße geredet, okay, das ist eure Meinung. Ist mir scheißegal. Ja. Jeder hat seine Meinung, ganz einfach, fertig. Punkt aus. Na, so soll das ja auch sein. Und selbst wenn, es macht ja trotzdem Spaß, also es hat ja nichts damit zu tun, selbst wenn es Pay-to-Win ist, Hauptsache man hat Spaß an dem Spiel, ist doch egal. Cool. Solange man nicht verpflichtet ist, Geld auszugeben. Ja, was anderes wäre, wenn steht, du kommst in der Mission nur weiter, wenn du 10 Euro blätterst, das wäre dann gut. Ja. Das wäre denn scheiße. Aber man muss schon eins sagen, Spielen ist schon Luxus geworden. Wenn du da denkst, was die Geräte und die Spiele kosten. Ja, aber überleg mal, was früher Spiele gekostet haben. Also es ist... Billig. Wirklich billig. Damals hast du... Warte, ich würde keinen Scheiß sagen. Ihr, bei euch hat es ja D-Mark gegeben, bei uns war ja Schilling, aber ich glaube, das war im Grunde etwas gleich zum Rechnen. Was hat denn damals... Ein Nintendo 64, wie sie neu rauskommen ist, 500 Schilling. Rechne mal, 40 Euro. Gerade hier gekostet 40 D-Mark, 50 D-Mark werden das sein bei euch gewesen. Nee, der kann doch nicht so wenig gekostet haben. Doch, ich kann mich gut erinnern. An Nintendo 64 kann ich mich fix erinnern, weil damals immer gedacht, mal, warum kriege ich die nicht? Die kostet 500 Schilling. 500 Schilling, das sind 500 D-Mark ungefähr. Man darf nicht vergessen, die Leute haben auch anders verdient. Damals. Ja, klar. Aber überleg mal, 40, 50 Euro eine Konsole. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass sie so billig war. Doch, und die Spiele, kann ich mir erinnern, haben ungefähr 100 Schilling kostet das Spiel. Keine 10 Euro. Überleg mal. Nein. Ja, wirklich. Nein. Gib ein bei Google. Also ihr müsst mir jetzt echt irren, entschuldige mich. Aber ich bin mir ganz sicher, die waren komplett billig und gebrauchten Spiele waren 30 D-Mark, 25 Schilling, 30 Schilling. Okay. Ja. Also ich weiß zum Beispiel damals beim Super Nintendo war es so, dass... Oh, jetzt muss ich überlegen, die Nintendo-Spiele, die sie selbst gemacht haben, die haben sie für 99 Mark verkauft und alles, was von außerhalb kam, hat 150 gekostet. Warum passiert und den kann ich mir nicht vorstellen, dass die N64-Spiele so billig waren. Waren vielleicht auch so teuer. Vielleicht bin ich jetzt so... Ja, aber 150 D-Mark. Wie viel Euro sind das? 10, 11 Euro. 150 D-Mark? Ja. Sind 75 Euro. Na, warte. Doch. Warte. Das ist ungefähr durch 2 D-Mark zu Euro. Was? 75 Euro sind 150 D-Mark. 75 Euro sind 1000 Schilling. 1000 D-Mark. Nein. Ja. Aber es ist wirklich so. Ungefähr, also Pi mal Daumen. 2 Mark sind ungefähr ein Euro. Das ist jetzt kein Gag.
warte, jetzt bin ich verwirrt. Google! Hast ja noch 3,45 Zeit, also. 150 D-Mark haben wie viel Euro? 75 ungefähr. 75 Euro, 75 Euro sind 1000 Schilling. Sind 1000 D-Mark. Ich hab keine Ahnung, wie die Umrechnung von Euro in Schilling ist, na, um ehrlich zu sein. Das geht nicht. Wenn du sagst 150 D-Mark, sind das 150 Schilling. Das sind 10 Euro, 12 Euro. Nein! Ja! Alter, nein. Jetzt warte! Jetzt guck nach! Verdammte Scheiße! Okay. Guck bei Google rein! So. Ich bin direkt in dem Streitgespräch heute. Ich seh schon. Deutsche Mark hat das ja bei euch damals geheißen, gell? Oh, tut mir leid, ich kann genau nicht. Auffüllen! Nein! Wie viel D-Mark hast du gesagt? 150 D-Mark sind ungefähr 75 Euro. Plus minus. Kann nicht ganz hinkommen. Da steht 100 D-Mark sind 51 Euro. Ja, dann kommt das ungefähr hin. Und da steht 200 D-Mark. 200 D-Mark sind dann 102 Euro. Ja. Dann kommt es ungefähr hin, landen wir ungefähr bei 76 oder so wahrscheinlich. Na, heute werde ich noch forschen. Ich kann mich erinnern, damals waren die Spiele echt billig. Damals hat der ABC-Spiel, kann ich mich erinnern, um 100 Schilling kostet. 7 Euro. Ein neues. 120. Das kann ich. Wirklich? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Irgendeiner von uns redet Blödsinn und wenn ich bin, tut mir echt leid. Also, es wäre ja echt ein Zockerland Österreich, wenn die Spiele da so billig wären. Und ich weiß, ich habe natürlich damals in der PlayStation-Zeit angefangen und habe mir die Spiele meistens so im Katalog angeguckt und da haben die Spiele immer mindestens 99 Mark gekostet. Irgendwas rechne ich falsch. Ich denke mir immer, Schilling ist wie D-Mark, oder? Ein Schilling ist ein Schilling. Schau, sag mal so, vielleicht verstehst du das, dann kannst du mir helfen. Bei uns ist 1 Euro 14 Schilling. 1 Euro. 70 Euro. 1 Euro sind 14 Schilling. Ja, 7 Euro sind 100 Schilling. 7 Euro, 100 Schilling. Wie viel sind bei euch 7 Euro, wie viel D-Mark? Bei uns sind 100 Schilling. Bei euch, wie viel D-Mark 7 Euro? Das sind 7 Euro sind bei uns ungefähr 14 D-Mark. Was redest du? Ja! 7 Euro, 14 D-Mark? So, ich schmeiß jetzt Google an hier. So. Ich kann das nicht, wirklich. Leute, schreibt dazu. Es wird ja wohl jemand uns zuschauen, der aus unserer Zeit stammt, aus Deutschland und Österreich. Der zufälligerweise in beiden Ländern gelebt hat. So, pass auf. Eine D-Mark sind 7 Schilling ungefähr. Okay, ja, dann ist klar. So, damit hat es sich ungefähr geklärt. Also, liebe Leute, alle, die sich jetzt gewünscht haben, in Österreich aufgewachsen zu sein, ist doch nicht alles so schön, wie es klingt. Naja, aber ich schaue trotzdem nach, wie ich in den 90er die Spiele trotzdem habe. Ich kann mich erinnern, die waren billig. Ja. Das stimmt schon, aber jetzt so super billig waren sie auch damals, glaube ich, nicht. Na, super billig nicht, aber gegenüber zu heute, was gibt es heute auch? 70 Euro von 1000 Schilling. Damals hast du dafür ein paar Spiele gekriegt für 1000 Schilling. Wenn du sagst 99. Ja, so 99 Mark hat das nächste Spiel gekostet auf jeden Fall. Wenn es jetzt nicht so ein super altes Spiel war. Ja, hier sind schon die Viecher durch. Ich weiß auch, die alten Spiele damals, die so schon in so einer Klassik-Edition rausgekommen sind,
Die gab es dann auch für 49 oder 29 Mark. Die Leute haben sich sicher für einen Streit. Haut euch verbal richtig auf die Fresse hier. Ihr habt beide keine Ahnung. Ich sehe schon die Dislikes kommen. Cool. Könnt ihr beide nicht rechnen? Ihr Waffler, wo fest die Schuhe gegangen haben. Die Generatoren werden angegriffen. Eine Schande für Österreich und Deutschland. Verstoßen beide. Spaß geh halt in die Schweiz. Stört mir nicht. Ja. Da verdient man sowieso gut. Genau. Trotzdem da kann man sich alle Spiele leisten ohne Problem. Richtig. Ja, unsere Kinder wachsen da mit der Playstation, mit der Xbox und mit der Nintendo aus, weil wir können uns das dann leisten. Oh. Ah, Spaß, Leute, ist alles nur Spaß. Natürlich ist alles Spaß. Passt auf, die Festung wird angegriffen. Auf die Kinder, nicht so weit, ich komme für die Hilfe. Harvin. Wieso wird denn unter Dings angegriffen wie unser Generator? Keine Ahnung, sagst du jetzt mehr? Weiß ich nicht, kommen die durch hier? Fünf Minuten, dann haben wir es geschafft. Hier kommen die lang! Halte sie dort auf, ich bleib da am Feld. Ich halte sie auf. Nein. Wir haben hier eine Seite komplett vergessen. Boah, hier hinten liegt viel Loot rum. Das ist gut. Ach, nur Holz. Feuer. Bist du gar nicht mehr mit deiner Nahkampfwaffe unterwegs? Na, ich schieße nur noch. Leid, ich kann nicht. Oh, Akrota. Oh ja, ich höre ihn. Wo ist er? Die Festung ist da drinnen in so einem Fallen. Ist schon erledigt. Fertig. Okay. Ich glaube, wir schaffen das. Das sollten wir schaffen, ne? Da brauchen wir ganz viele Tickets dazu. Ich schwänze ja bitte. Da brauchen wir ganz viele Tickets. Ja, die sollen kommen. Oh.
Da können wir nicht durchkommen, da. Was war das? Die Polizei. Wie die Polizei? Ja, bei dir waren gerade Sirenen, was war das? Die Generatoren werden angegriffen. Ja, natürlich. Echt jetzt? Ja, habt ihr nicht gehört? Da, du, da, das war gerade bei dir. Also meine Kopfhörer scheinen sehr gut abzuschallen. Ich habe absolut nichts gehört. Wirklich, da, du, da. Aber ich habe auch alle Fenster zu. Eigentlich hört man, wenn die Fenster zu sind, nichts bei mir. Das ist gut daran, wenn man in 50 Stock kommt. Ja, habt ihr einen Fernseher? Hm? Habt ihr einen Fernseher eingeschalten? Nee, nur auf dem Zock. Okay. Hast du zwei Fernseher? Drei. Wir nehmen Schaden. Du hast drei Fernseher? Natürlich. Okay, liebe Leute, also wenn ihr uns zuhört und einer von euch ist professioneller Einbrecher, weil Steve ist deutlich mehr zu 100 als bei mir. Naja, die besseren Fenster. Ich wohne in einem Altbau. Die Nacht ist fast vorüber. Nein, ich habe drei Fernseher insgesamt in der Wohnung, nicht neben irgendwo. Ich spiele, das ist der Wohnzimmerfernseher. drei 50 Zoll Fernseher direkt nebeneinander. Nein, ein Fernseher ist bei meiner Tochter im Zimmer und ein Fernseher im Schlafzimmer. Ach so. Natürlich. Ja, okay. Aber die Tochter hat noch so einen ganz alten, kleinen, fetten Fernseher, so einen ganz Mäusekino. Ja. Aber jetzt mal, wie du gerade sagst, Fernseher im Schlafzimmer. Ja. Nutzt ihr den auch oder ist das eher Deko? Ich kann ohne Fernsehen nicht einschlafen, also ja. Echt jetzt? Ich hab mir das angewöhnt. Oh, das ist natürlich nicht gesund, ich weiß. Aber was sagt deine Freundin dazu? Kann die damit einschlafen? Die kann ohne und mit, ihr ist wurscht. Okay. Ich meine, jetzt muss ich sagen, ey, schlaft unsere Tochter bei uns im Zimmer. Da bemühe ich mich dann immer in der Nacht den Fernseher schon auszuschalten. Weil für Kind das gar nicht gut ist. Möchtest du fortfahren? Stimme ab, ob du zur Basis zurückkehren oder weiterkämpfen willst. Was machen wir? Evakuieren, ne? Die Stimmung war einstimmig. Ja. Okay. Du hast beschlossen, dich mutig zurückzuziehen. Ja, aber ich sag mal, beim Fernseher gibt's ja auch ein Dings, ne? So eine. So Timer haben wir ja natürlich. Aber wie gesagt, seit die Tochter im Zimmer schlafen, schlafen wir meistens ohne Fernseher, eben wegen meiner Tochter. Weil Kinder ja. Fernseher so muss nicht sein in der Nacht. In dem Alter, nee, bloß nicht zu schnell dran gewöhnen. No. Das stimmt schon. So, ich bin jetzt echt gespannt, was wir hier für Loot kriegen. Die dritte. Nur die dritte Kiste? Das ist aber echt wenig. Ich glaube, man muss höhere Level spielen, dass man mehr kriegt. Wahrscheinlich. Oder doch die 14 Tage durchgehend. Ja, bist du wahnsinnig. Das mache ich sicher mal nicht. Das können wir beim Livestream vielleicht machen. Ja, aber nur wenn wir mehr als genug Zeit haben dafür. Sturmtickets. Spitze. Ja, was bringen die eigentlich? Die kannst Lamas kaufen. Es gibt ja Sturmlamas dabei. Okay. Da kostet ein Lama 1000, nur das weißt. Ah, 500 noch. Spitze. Lauf. Oh, ich kann mir sogar eins holen. So ein Sturmlama. Cool, das zeigen wir noch den Leuten und dann werden wir beenden. Toll. So Leute, Sturmlama, einmal anfordern, 1000 und aufmachen. Ja, auf die Dog. Beute. Ja, ja. Bisher haut's mich nicht um. Ich wollte gerade sagen, und was ist da jetzt so geil dran? Wow. Also ich habe einen epischen Helden, aber sonst, ja, mehr schlecht als recht. Ja, bei episch, ja. Oh, was du?
eine epische kupferhydraulisches Schwert und einen epischen Verteidiger. Ja, das finde ich aber gut. Das ist, mit dem kann ich leben. Also aus irgendeinem Grund habe ich jetzt nochmal 500 Tickets bekommen. Und können wir noch einen Lama leisten? Ja, geil. Wahrscheinlich hat das Spiel die Kritik mitgekriegt und will das jetzt wieder gut machen. Du kannst den Nordsturm-Lama leisten. Ja. Achso, ich konnte nur eins leisten. Oh, ich habe eine legendäre Waffe. Kolbenspucker. Kupfer, Fernkampfwaffe, Pistole. Nette Sache. Okay. Ich nehme alles zurück, was ich über Sturmlamas gesagt habe. Die sind geil. Nein, es geht. Haut mich jetzt nicht um. Hätte mal mehr erwartet. Naja. Zumindest eine erwartete Frau, die vom Bildschirm dann tanzt. Mindestens. Genau. So soll das sein. Das sollte in jedem Sturmlama drin sein, liebe Leute. So, kann ich hier noch eine schicke Mission machen? Jetzt muss ich mal gucken. Nee, hab nicht genug Anhänger. Ja gut, Zief, dann würde ich sagen, machen wir Schluss heute, oder? Voll, würde ich sagen. Es hat mich wieder gefreut, denn es war mir eine Ehre, mit Mose wieder zusammen in die Schlacht zu ziehen. Danke, Mose. Danke, nicht Leute, danken, fürs Zuschauen. Und danke für in der letzten Zeit unsere Videos. Schauen mehr Leute an. Danke an alle, die uns öfter und treu folgen. Ihr seid die Besten. Es gibt nichts Besseres als euch. Und bis nächstes Mal. Ohne euch würde es nur halb so viel Spaß machen. Das stimmt, ohne euch würde man es einfach machen, weil dann hätte es keinen Sinn. Genau. Voll, also, dann würde ich sagen. Voll. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Voll. XXL-Folge ist vorbei. Richtig. Ne? Also, bis dann. Ciao.